Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kian Gaffrey. Wie immer auch ein herzliches Hallo von mir, liebe Stammis. Bayer 04 Leverkusen hat es spannend gemacht, aber am Ende ist Bayer 04 Leverkusen, Bayer Never Losen, Bayer Laterkusen, Pippokusen können wir es auch nennen, denn zudem schalten wir, der war im Stadion, unser Reporter Pippo Ahrens, und der hat schon wieder eine neue Sensation erlebt, was man halt so macht in Leverkusen in dieser Saison. Hallo André, die Meisterstadt ist jetzt auch die Europa League Finalstadt. Bayer Leverkusen, ja mein Gott, wir fassen das hier nicht mehr, was hier passiert ist. 2:0 in Rom gewonnen, 0:2 lag Leverkusen zurück, aber sie können ja nicht verlieren. Sie können nicht verlieren und spielen noch gegen die Roma. 2:2, ein unfassbarer Abend mal wieder hier in Leverkusen. Sorry Leute, aber das fasse ich alles nicht mehr. Ein bisschen beruhigen jetzt. Bella Ciao läuft aus den Stadionboxen. Nochmal. Das war ein Abend, der, glaube ich, in die Geschichte des europäischen Fußballs eingehen wird, der auch in die Geschichte natürlich von Bayer Leverkusen eingehen wird. Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte steht die Werkself in einem europäischen Finale nach 1988 und nach 2002. Damals hatte man ja gegen Real Madrid das Champions-League-Finale verloren. Den Europapokal, also den UEFA-Cup, den haben sie 1988 gewonnen. Und nun am 22. Mai geht es nach Dublin. Und am 25. Mai zum Pokalendspiel nach Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Traumreise der ungeschlagenen Leverkusener. 49 Pflichtspiele geht weiter. Und das soll es aus dem Hexenkessel Bayer Arena gewesen sein. Schönen guten Abend aus Berlin. Bella Ciao. Kili, Pippokusen, bald Trippelkusen? Was meinst du? Ja, hundertprozentig. Oder ich würde es einfach sagen, in Anlehnung an Gary Lineker, 90 Minuten führen die anderen, am Ende gewinnt immer Bayer Leverkusen. Ja, das gewonnen haben sie ja nicht, ne? 2:2 ist ausgegangen. Ja, aber am Ende machen sie immer das Tor. Sie verlieren zumindest. Es war ja wieder spektakulär, ne? Also du liegst halt 0:2 hinten, es drohte die Verlängerung, wir haben schon geflucht. Ich war schon so weit zu sagen, okay, Leverkusen, dann verdient ihr es aber auch nicht. Mhm. Ja, und dann haben sie gesagt, nee, wir verdienen es doch, wir machen erst den Anschlusstreffer und dann spielen sie halt ihren Stiefel durch. Du hast das Gefühl, die werden nie nervös. Die glauben immer dran. Dann spielt Xhaka halt lässig aus dem linken Fußgelenk nochmal einen tiefen Pass auf Stanisic, der umkurvt als Außenverteidiger wie ein Rechtsaußen wie Sané den Spieler und macht das Tor. Herrlich. Ja, Leverkusen. Brutal. Wirklich brutal. Lass uns mal kurz gucken, gegen wen es geht. Ne? Es gibt natürlich noch einen Finalgegner. Das ist Atalanta Bergamo. Die haben gewonnen gegen Olympique Marseille zu Hause 3:0. Da muss ich dir aber auch sagen, Bergamo momentan Fünfter in der Serie A. Die sind jetzt auch nicht ganz oben mit dabei. Nur ein Platz vor der Roma. Das müsste machbar sein im Finale. Also ist nur ein Spiel, da kann alles passieren. Aber das ist jetzt auch nicht der absolute Endgegner. Ja, und wir wissen ja, 95. Minute, 96. Minute bei 7-8 Minuten Nachspielzeit reicht ja, egal ob es dann noch in eine Verlängerung geht oder noch der Pott dann quasi schon an der Seitenlinie gestellt wird, weil gesagt wird, ja, ihr gewinnt den eh. War eine geile Europapokalwoche einfach. Hat mega Spaß gemacht, ja. Ja, lass uns noch ganz kurz auf meinen Wettbewerb schauen, Conference League. Da wurde auch gespielt, da gab es schon unter der Woche jetzt Florenz gegen Brügge. Die haben sich durchgesetzt, Florenz wieder im Finale, so wie letztes Jahr. Und Aston Villa, der Favorit, wo ja alle dachten, naja, vielleicht werden die Engländer uns Deutschen den Platz durch die noch streitig machen. Gar nichts. Die haben beide Spiele verloren gegen Olympiakos, also Finale in der Conference League. Olympiakos Piräus gegen Florenz. Und das ja in Athen. Genau. Also das rundet das Ganze so ein bisschen ab und ich möchte an der Stelle kurz sagen, danke André, war geil diese Woche. Ich weiß, wir machen gleich noch Spieltagsvorschau, aber hat mega Spaß gemacht. Bayern, Dortmund, Leverkusen, auch wenn die Bayern rausgeflogen sind. So viele da draußen von euch haben uns gehört, ihr habt uns gepusht, wir hatten geile Hörerzahlen. Ich glaube, so viele wie noch nie. Wir dürfen das einmal sagen, ne? Also diese Folge von Bayern aus, was sehr traurig war, aber war die beste Stammplatzfolge aller Zeiten. Genau, die meistgehörte Stammplatzfolge aller Zeiten. Vielen, vielen Dank, liebe Stammis. Ohne euch wäre das nicht möglich. Ihr seid eine geile Community. Kuss geht raus. So. Ja, Kili, und jetzt kommen wir zur Bundesliga.
Heute Abend geht es direkt weiter mit der Partie Augsburg gegen Stuttgart und da geht es ja für beide um was. Ne? Die Augsburger, die wollen welchen Wettbewerb auch immer klar machen, also entweder Conference League oder Europa League, brauchen da die Punkte und der VfB, der kann schon sicher mindestens Dritter sein, will aber bestimmt auch nochmal die Bayern angreifen. Ja, da geht es ja auch noch um ein bisschen Kohle, ob du Zweiter oder Dritter wirst, das spielt für den VfB vielleicht auch nochmal eine Rolle, wenn sie im Sommer neue Spieler verpflichten wollen oder den Kader qualitativ aufstellen wollen. Ich muss nur eine Sache vorweg sagen zu diesem Spieltag. Ich finde es schade, dass der 33. Spieltag so zerstückelt ist. Ja, es war früher mal anders. Es war viel geiler, wenn alle Partien gerade am letzten und vorletzten Spieltag zusammen sind. Am letzten ist das so, am vorletzten nicht. Finde ich doof, weil da ergeben sich Vor- und Nachteile für gewisse Mannschaften, muss man schon sagen. Vor allem hat man es ja wirklich für dich auch richtig übertrieben. Es gibt wieder drei Sonntagsspiele, ein 19:30 Sonntagsspiel mit Bochum gegen Leverkusen, wo es dann jetzt auch wahrscheinlich gar nicht mehr um so viel geht. Also, boah. Ja, zumindest meistertechnisch nicht, abstiegstechnisch müssen wir mal gucken. Genau, da kommen wir gleich zu. Da kann der VfL schon aus allen Sachen raus sein, dann ist es ein völlig egal Spiel. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Lass uns mal dann die Samstagsspiele durchgehen, 15:30, fangen an mit der Partie Freiburg gegen Heidenheim. Die Freiburger, die wollen natürlich nach Europa und haben ja noch so ganz, ganz leichte Resthoffnung auf Platz 6, der ja möglicherweise für die Champions League reichen könnte. Ja, zumal die Frankfurter in Gladbach spielen, was jetzt auch kein glasklarer Sieg ist für die Frankfurter. Von dem her traue ich den Freiburgern da schon noch was zu. Heidenheim ist halt super unangenehm zu spielen, wahrscheinlich zu Hause einfacher zu bespielen als auswärts, weil da hast du gesehen, die Bayern haben da verloren und so weiter. Sonst haben viele Mannschaften dort Unentschieden geholt in Heidenheim. Ja, ist für mich ein Unentschieden-Spiel, bin ich ehrlich. Die Heidenheimer können ja auch noch, ne, 38 Punkte, können auch noch so ein bisschen nach Europa schielen. Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich glaube da eher an SC Freiburg, ehrlicherweise. Aber diese Konstellation, da können wir mal kurz drauf eingehen, rund um die Champions League und Europapokalplätze, das ist ja total verrückt. Denn sollte Leipzig nicht gegen Werder Bremen gewinnen und Eintracht Frankfurt gewinnt in Gladbach, dann müsste Frankfurt quasi am letzten Spieltag die Leipziger absichtlich gewinnen lassen. Denn für die ist es ja besser, wenn Leipzig auf 4 ist, dann können die mit 6 in die Champions League. Genau, weil wenn Dortmund noch hochgeht, dann bringt es denen quasi auch nichts, wenn die Champions League gewinnen. Richtig. Dann kommt dieser Platz on top halt nicht dazu. Genau, das heißt, Leipzig muss für Frankfurt Vierter werden, mindestens. Und das ist das direkte Duell am letzten Spieltag. Das wäre ja total verrückt. Stell dir mal vor, es gibt ein Spiel, in dem Frankfurt zu Hause verlieren muss gegen Leipzig, um die Champions League zu erreichen. Das finden die Fans sicherlich nicht geil. Nee, aber es ist ja insgesamt auch wirklich verrückt. Das kann aber tatsächlich auch wirklich fast nur passieren, wenn die Leipziger nicht gegen Werder gewinnen, denn das Torverhältnis der Leipziger im Vergleich zum BVB ist deutlich besser. Ja, und da muss ich eine Sache dazu sagen. Natürlich freue ich mich, wenn wir noch einen Verein mehr in der Champions League haben, ganz klar, weil das tut dem deutschen Fußball gut. Aber dass sich eine Mannschaft mit Stand jetzt 45 Punkten für die Champions League qualifizieren kann, ja, für den Wettbewerb der Landesmeister, so hieß es ja mal früher. Ist doch unehrenhaft, dass wir da dann über den 6. Platz reden. Aber mitnehmen werden sie es trotzdem. Egal wer. Natürlich. Ne, und ja dann klar. Ist es ja auch verdient in gewisser Art und Weise, weil du hast dir den 6. Platz in der Bundesliga gesichert. Den musst du auch erstmal spielen, aber trotz alledem. Aber dann lass uns doch mal durchgehen. Kommst du denn dazu? Gladbach, Frankfurt, dein Tipp? Ja, die Frankfurter gewinnen da. Gladbach, also die hatten schon sehr viel Glück bei Werder Bremen jetzt auch, bei deinen Werderanern am letzten Wochenende mit diesem 2-2 in der Nachspielzeit durch Neuhaus, durch den Elfmeter. Die spielen ja echt, also Gladbach, ich habe es dann immer mal wieder zwischendurch gesagt vor ein paar Wochen, die müssen sich jetzt mal sputen, dass sie mal wieder einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Da haben sie mir nicht zugehört anscheinend. Hat ja gar nicht geklappt. Im Gegenteil, die müssen sich auch bis zuletzt immer noch Sorgen machen. Und dass Borussia Mönchengladbach am 32. bzw. 33. Spieltag noch die Möglichkeit hat abzusteigen, ist dem Verein, naja, tut mir leid. Da tun mir die Fans wirklich leid. Okay, Leipzig-Werder, bei Leipzig Simmons gesperrt. Werder holt da einen Punkt. Meinst du? Mhm. Ja, das könnte interessant sein. Ich glaube, die verlieren bis Saisonende kein Spiel mehr. Werder sah gegen gute Mannschaften zuletzt auch gut aus, außer gegen Leverkusen. Also die haben gegen Stuttgart gewonnen, die haben in München gewonnen. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie doll RB dann noch auf die Tube drückt, zumal die ja wissen, dass sie am letzten Spieltag gewinnen werden in Frankfurt. Ja. Okay, um 15:30 Uhr, Kili, haben wir noch eine Partie, auf die will ich gleich mit dir gucken. Ich würde das Topspiel gerne einmal vorziehen. Und zwar geht es um 18:30 um das Spiel Mainz gegen Dortmund. Da hat Mats Hummels ja gesagt, da hat man noch eine Rechnung offen. Ja, hat man vom letzten Spieltag.
Ja, und Aki Watzke hat ja auch gesagt, dass man die beiden Spiele bis zum Champions-League-Finale jetzt zwingend gewinnen sollte, um auch ein gutes Gefühl dort mitzunehmen Richtung Wembley. Damals 2013 war es so, da haben sie das letzte Spiel, ich weiß gar nicht, ob es zu Hause war oder auswärts, gegen Hoffenheim 2-1 verloren. Das will der BVB diesmal anders machen, sich so Selbstvertrauen holen, wie zum Beispiel bei dem 5-1 gegen Augsburg. Von dem her glaube ich schon, dass die Dortmunder es machen können. Ich glaube aber auch, dass die Partie sehr abhängig ist von dem Ergebnis zwischen Köln und Union, weil wenn die Mainzer da morgen Luft wittern Richtung Tabellenplatz 15, auf dem meine Unioner gerade stehen, heißt Union holt keinen Sieg in Köln, dann werden die Mainzer auch ganz schwer zu knacken sein, glaube ich. Ich glaube, Dortmund gibt sich keine Blöße, egal wie es ausgeht. Ich glaube, der BVB gewinnt da und dann lass uns zur Partie kommen, zur wirklich spannendsten Partie. Und ich weiß, du willst das Szenario nicht haben, aber ich lies es dir einmal vor. Stell dir vor, deine Unioner verlieren gegen Köln. Dann hat Köln 27 Punkte, mal angenommen, Mainz verliert auch gegen Dortmund, bleiben die bei 29, Union 30. Und dann haben wir einen richtig engen letzten Spieltag. Ich gebe nur zu bedenken, dass es zwischen Union und Köln den Unterschied des Torverhältnisses gibt. Es sind aktuell 5 Treffer. Ja gut, aber das habe ich ja letztens schon gesagt, damit Köln Union überholt, müssen die ja zweimal gewinnen und Union zweimal verlieren und dann sind die 5 Treffer aufgeholt. Naja, das glaube ich noch nicht ganz. Aber hä, wieso? Zweimal minus 1 und zweimal plus 1 sind ja schon 4. Naja, da sind wir doch noch drin. Da sind wir doch noch dabei. Aber was glaubst du denn? Also ich finde es super schwer, jetzt auch mit dem Trainerwechsel bei Union alles schwer einzuschätzen. Also ich sag dir Folgendes. Ich glaube nicht, dass wir direkt absteigen können. Ich habe große Angst, großen Respekt vor diesem Relegationsplatz, weil ich in diesem Jahr glaube, dass wenn Union in die Relegation geht, sie absteigen werden, weil damit Fortuna Düsseldorf eine Mannschaft, Stand jetzt wahrscheinlich um die Ecke kommt, die sehr gut darin ist, in der Offensive und Tore zu schießen. Wenn das Fortuna gegen Mainz ist, da können wir nochmal anders drüber reden, weil Mainz einfach jetzt konstant geworden ist in diesem Abstiegskampf, was auch Siege und gute Ergebnisse und guten Fußball angeht. Ich glaube, dass wenn Union nicht gewinnt in Köln, sie in die Relegation höchstwahrscheinlich müssen. Ich glaube, wenn wir dort gewinnen, bleiben wir ziemlich sicher in der ersten Bundesliga. Aber was denkst du denn jetzt? Also was hast du für ein Gefühl für das Spiel? Da kann ja ein Ruck durch die Mannschaft gegangen sein. Es kann sein, dass die Leute noch verunsichert sind. Was glaubst du? Was hast du für einen Eindruck? Ich bin positiv. Ich habe ein gutes Gefühl. Der Trainerwechsel war jetzt endlich richtig. Er war überfällig. Er kam viel zu spät. Ich hoffe, wir bereuen das nicht, dass er zu spät kam. Ich glaube aber daran, dass wir in Köln gewinnen. Ich könnte mir ehrlicherweise auch 0-0 vorstellen und das würde auch bedeuten, dass Köln abgestiegen ist. Ich finde fast ein bisschen schade, dass die Partie nicht das 18:30-Topspiel ist. Ja, es ist, du merkst, wir haben jetzt so viele Konstellationen schon wieder durchgesprochen. Da ist es total blöd, dass du dann so ein bisschen denkst, wie ich es gerade auch mit Mainz erklärt habe. Ja, wenn Union da nichts holt, dann werden die Mainzer noch mal ein bisschen mehr angestachelt sein. Dass diese Partien alle nicht um 15.30 Uhr stattfinden am 33. Spieltag, finde ich scheiße. Finde ich bodenlos, sage ich dir ganz ehrlich. So. Okay. Ich bin mir sicher, du wirst Puls haben morgen? Ja, natürlich habe ich Puls. Ich bin völlig nervös und ich hätte auch niemals gedacht, dass die Union-Fans oder wir da in diese Situation nochmal reinkommen. Vor 3 Wochen fand ich das ausgeschlossen. So, aber jetzt liegen wir halt gerade auf der Nase. Wir bleiben in Kontakt. Du schreibst mir, meldest dich möglicherweise dann auch in der Folge. Ich bin ja im Dienst, ne? Ja, meine Freundin will sich mit mir am Samstag Schloss Rheinsberg angucken. Von daher, da könnt ihr mich treffen. Ich weiß nicht, wann wir da sind. Ich tue mich auch schwer, das zu gucken. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil da wäre ich nervös. Jetzt reiß dich auch mal ein bisschen zusammen. Da wäre ich nervös, das kann ich nicht. Muss durchziehen, nützt nichts. Da kriege ich Angstschweiß, da habe ich nasse Pfoten, da läuft mir den Rücken runter. Ja. Boah. Wenn es dann noch warm draußen ist, ich schwitze mich tot. Ich erwarte auf jeden Fall eine Sprachnachricht von dir. Kurzer Fahrplan für euch. Morgen gibt es die Sonderfolge, die größten What-Ifs des deutschen Fußballs. Also, was heißt das denn? What-If heißt, was wäre gewesen, wenn? Ja, Top 5. Morgen, Sonderfolge. Was wäre gewesen, wenn? Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, das ist jetzt nicht mit drin, deswegen. Was wäre gewesen, wenn Kilian Gaffrey Fußballprofi geworden wäre? Genau. Aha. Bei Union Berlin, dann wären sie schon abgestiegen. Das ist die Antwort darauf. So, also. Was wäre, wenn André Albers Trainer wäre bei Werder Bremen? Genau, zum Beispiel. Du hast das System verstanden. Okay. Und das sind die 5 größten What-Ifs, haben wir rausgesucht. Hört ihr morgen und. Und dann machen wir nächste Woche die Quatschwort ist. Du musst jetzt dich jetzt auch ein bisschen beruhigen. Wir machen für heute jetzt erstmal einen Deckel drauf. Kilian Gaffrey ist nervös wegen Abstiegskampf, ich kann das verstehen. Also, Deckel drauf, Freunde, bis dann. Eisern. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.